Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Bevölkerungsentwicklung. Im nachstehenden Diagramm wird die Entwicklung der Bevölkerungszahl von Eisenerz im Zeitraum von 1951 bis 2011 näherungsweise durch den Graphen der Polynomfunktion N2 dargestellt. Ordnen Sie den Punkten P und Q jeweils die an der entsprechenden Stelle zutreffende Aussage aus A bis D zu. Wenn wir uns diese vier Aussagen ansehen, so ist hier jeweils von der ersten bzw. zweiten Ableitung der Funktion die Rede. Also die erste Ableitung und die zweite Ableitung der Funktion, was bedeutet das? Die erste Ableitung gibt uns Auskunft über die Steigung der Funktion, die zweite Ableitung gibt uns Auskunft über die Krümmung der Funktion. Sehen wir uns die beiden Punkte der Reihe nach an. Beim Punkt P, an der Stelle des Punktes P, verläuft die Funktion einerseits fallend und andererseits negativ gekrümmt. Also sowohl die erste Ableitung als auch die zweite Ableitung sind im Punkt P negativ. Im Punkt Q verläuft die Funktion immer noch streng monoton fallend. Allerdings wechselt sie hier ihre Krümmung und sie ist in diesem Bereich beim Punkt Q positiv gekrümmt. Das heißt, um die beiden Buchstaben richtig zu ergänzen, für den Punkt P gilt also, die erste Ableitung ist negativ und die zweite Ableitung ist negativ, also richtiger Lösungsbuchstabe C. Für den Punkt Q gilt, dass die erste Ableitung zwar negativ ist, aber die zweite Ableitung ist positiv. Erste Ableitung negativ, zweite Ableitung positiv, das entspricht dem Lösungsbuchstaben B.